So, ja. Bitte? Kopfbedeckung. Ja. Jetzt doch Kopfbedeckung. Mein Fehler. Warum musste ich diese Tretmine zünden? Warum? Dazu bräuchten wir jetzt wirklich viel Zeit und müssten durch den Text gehen. Und wer diesen Text schon mal sich angeschaut hat, der kommt ja aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, weil einmal steht es so, einmal steht es so. Und du denkst, ja, wie denn jetzt, Paulus? Ja? Und der interessanteste Vers ist der Schlussvers. Wer aber darüber streiten will, der soll wissen, dass wir und die anderen Gemeinden diesen Brauch, diese Sitte nicht kennen. So, jetzt müssen wir fragen, von welchem Brauch redet er? Es gibt nur zwei Möglichkeiten vom Text. Entweder er redet von Streiten oder er redet von Kopfbedeckung. Streiten nach der Bibel ist aber kein Brauch, sondern eine Sünde. Daraus schließe ich messerscharf, dass er von Kopfbedeckung redet. Und das Rätsels Lösung ist für mich die, ich habe es erst vor vielleicht 10 Jahren entdeckt, es gibt ein schönes kleines Büchlein von Thomas Schirmacher, der damals recht klar unterwegs war, der Kampf des Paulus gegen den Schleier. Das kann man kaufen, das gibt es im Internet, so ein theologischen Fachverlag. Und dort entwickelt er folgende These. Korintherbrief, die so verwirrend ist, kann man am ehesten und am einfachsten so verstehen, er bringt aus einem vorigen Brief der Korinther an ihn ein Zitat. Dann widerlegt er das Zitat, dann kommt wieder ein Zitat und dann kommt wieder seine Widerlegung. Deswegen springt er im Text da so hin und her und du denkst, ja, was denn jetzt? Ja, erst sagt er, die sollen Kopf bedecken, dann die Haare sind aber schon der Schleier, ja, wie denn jetzt? Ja, das würde ich sehr empfehlen. Und dazu muss man wissen, dass es im Griechischen keine Satzzeichen gibt. Das heißt also, ob ein Satz eine Aussage ist oder eine Frage, kannst du nur mit Sicherheit entscheiden, wenn es ein Fragewort gibt. Wer, was, wie, wo, warum. Wenn das nicht vorkommt in dem Satz, ist es die Freiheit oder es ist dem Übersetzer überlassen, macht er das so oder so. Also das heißt, in den Bibelübersetzungen steht dann, ja, lehrt euch nicht die Natur, dass es eine Schande ist, für einen Mann lange Haare zu haben. Kein Fragewort. Es ist die Entscheidung des Übersetzers, ein Fragezeichen zu setzen. Man könnte den Satz genauso übersetzen. Die Natur lehrt euch nicht, dass es eine Schande ist, für den Mann lange Haare zu haben. Das wissen die allermeisten nicht, weil sie eben Luther lesen oder meinetwegen Elberfelder, aber nicht gucken, wie kriegen wir das auf die Reihe. Ja? Ich habe lange Jahre irgendwie gehadert mit diesem Text, weil ich das nicht verstanden habe, habe mich dann gefragt, dass ich Mann bin und muss mich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich war nie zufrieden mit der Erklärung, das ist kulturbedingt. Wenn wir so anfangen, ja, dann am Ende dann landen wir auch bei der Homosegnung und das war auch damals so und heute ist eben so, das ist kulturbedingt, so können wir nicht mit dem Wort Gottes umgehen. Es muss eine vernünftige, schlüssige Art und Weise sein. Und diese Idee, was auch nur eine Hypothese ist, es gibt viele, die dem widersprechen, aber für mich macht die zum ersten Mal Sinn. Ja? Und im Übrigen auch nur so ein Gefühl, ich konnte mich nie anfreunden, so wie ich Gott kennengelernt habe, der auf das Herz sieht, dass ihm auf einmal wichtig ist, dass irgendwer, ein Mann oder eine Frau, irgendein bestimmtes Kleidungsstück trägt und davon irgendwas abhängig machen. Das passt in mein Verständnis, wer Gott ist und wie Gott mit Menschen umgeht, überhaupt nicht rein. Sondern das ist ein typisches Merkmal von Religion, von menschengemachter Religiosität. Ja? Und dann wird so behauptet, ja, das ist der Beweis oder das äußere Zeichen, dass die Frau dann untergeordnet ist.
ich habe Frauen mit einem massiven Isabel-Spirit gesehen, aber Kopfbedeckung. Kopfbedeckung bedeutet gar nichts. Das ist ja einfach nur ein Äußeres von, das kann jeder machen. Aber ob jemand manipuliert und herrscht, ist eine Sache des Herzens und des Lebensstils und des Umgangs miteinander. Und ich glaube, das ist, worauf Gott es sieht. Und wenn eine Frau sagt, doch, ich verstehe das so, ich soll Kopf bedecken, meinetwegen. Aber was wir als Leitung dann nicht akzeptieren würden, dass sie anderen Frauen schlechtes Gewissen macht und sagt, du musst jetzt aber auch, weil hier steht es geschrieben. Da würden wir sagen, halt, stopp. Da ist die Grenze, das geht nicht. Du darfst hier machen, was du möchtest, aber wehe, wir erwischen dich dabei. Du bringst andere Schwestern unter Druck. Ja? Und noch ein Argument aus dem Gefühl heraus. Ich habe noch nie eine Gemeinde getroffen und ich war viel in Osteuropa und Russland unterwegs, die auf Kopftüchern besteht und die nicht einen religiösen Geist hat. Habe ich noch nie gesehen. Also andersrum, jede Gemeinde, wo das mit dem Kopftuch verordnet ist, da habe ich den religiösen Geist gerochen. Das ist auch kein biblisches Argument, einfach nur meine Erfahrung. Okay, jetzt haben wir das auch geklärt. Könnt ihr einmal das Mikrofon eben durch?